Hi Westwing. Schön, dass ihr da seid. Willkommen in unserem Berliner Skandi-Altbau. Unser Interior-Stil hier, würde ich sagen, ist sehr Skandi-lastig. Wir haben sehr viel helle Töne, sehr viel Beige, wie man sehen kann. Sehr viele natürliche Materialien, aber auch organische Shapes. Und hier und da auch mal ein paar schwarze Highlights. Das Sofa habe ich extra so quer in den Raum gestellt, weil ich finde, dass es dann dadurch auch noch mal ein schöner Raumtrenner ist und diesen Bereich halt dann abgrenzt, dass es wirklich das Wohnzimmer dann auch ist. Ich glaube, hier in dieser Ecke sieht man ganz gut, dass wir recht minimalistisch eingerichtet sind. Ton in Ton in den Farben Beige, gemischt mit Eichenholz, wie zum Beispiel unser selbstgebauter Couchtisch. Den haben wir aus drei Platten zusammengebaut, die sind miteinander verdübelt. Und wir legen allgemeinen Wert auf hochwertige Materialien, wie eben das Eichenholz oder der Leinenbezug auf unserem Sofa. Und Blumen dürfen da gerne mal einen Farbakzent setzen. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine Küche im Skandi-Stil gewählt. Ich finde das total schön mit dem Stein und dem Weiß und dem Holz. Die Kombi finde ich super schön. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr ein Bild machen möchtet mit einem Druck an der Wand zum Beispiel, nehmt das Glas raus, weil dann habt ihr die Reflexion des Lichts nicht. Wenn ihr eine Küche habt, die gerade Wände hat, könnt ihr da auch super Platten verwenden. Bei uns war das ein bisschen schwierig aufgrund der Geometrien von den Dachschrägen. Das lässt sich aber auch super damit umsetzen. Hier hinterm Vorhang befinden sich unsere Spül- und Waschmaschine. Und da die beiden Geräte nicht besonders ansehnlich sind, haben wir das Ganze mit einem Vorhang versteckt. Und auch der Stauraum ist hier in dieser Küche ja nicht so gegeben. Und so bekommt man trotzdem einen clean, ruhigen Look. Und wie ihr sehen könnt, wird auch hier das Farbkonzept Weiß und Beige durchgezogen. Und es ist nicht langweilig trotz allem. Ich habe einfach darauf geachtet, dass sowohl die Arbeitsplatte denselben Holzton hat wie der Tisch. Den Tisch hat mein Bruder selber gemacht und mir auch nochmal schön in einem Honigton gebeizt, dass es einfach reinpasst. Das heißt, da ist auch Liebe reingesteckt worden. Und wenn ich neue Vasen, neue Kissenbezüge, irgendetwas Neues für die Wohnung kaufe, nehme ich meistens Muster mit. Das heißt, ich nehme ein, zwei Kissenbezüge mit, die ich mag, wo ich weiß, die werden bleiben und gucke, dass der Rest zusammenpasst. Hier sind wir jetzt wohl im ruhigsten Raum der Wohnung angekommen. Der skandinavische Stil zieht sich zwar auch hierhin durch, aber ich habe mich bewusst für etwas ruhigere und reduzierte Farben entschieden, einfach damit man auch abends besser zur Ruhe kommen kann. Die ganze Farbauswahl war tatsächlich ein etwas längerer und schwieriger Prozess. Wir haben wieder super viele Farben ausprobiert, nachdem ich mich in einem Moodboard schon für eine Richtung entschieden hatte. Mein Tipp an euch, probiert wirklich immer die unterschiedlichen Farbproben an den Wänden aus. Wir sind jetzt bei einem eher ganz leicht dezenten Hellblau mit einer leichten Grautendenz gelandet. Das finde ich ganz schön, das beruhigt den Raum. Und als Highlight habe ich dann mit wirklich ein paar farbigen blauen Akzenten und auch einem schönen dezenten Gelb gearbeitet. Das ist unser Schlafzimmer hier. Hier war es mir wichtig, einen Ruheort zu schaffen. Einfach mit unaufgeregten Materialien, viel Holz und wieder meine Lieblingsfarbe Beige oder Cremetöne. Ich mag es clean, aber nicht klinisch. Neben den weißen Tönen sollte viel Holz mit einziehen. Das bringt die Natur in das Haus und gibt einfach die Wärme. Ihr seht hier mein Bett und hier nochmal einen Schrank, der auch relativ schlicht und clean gehalten ist. Und auch hier war ich mit der Dekoration relativ sparsam und habe hier nochmal ein Bild in Szene gesetzt. Habe hier die frischen Blumen, um nochmal so ein bisschen Farbe reinzubringen und hier nochmal einen Akzent zu setzen. Jetzt sitze ich hier in unserem Badezimmer, das wie die Küche auch nicht sehr groß ist, aber es ist alles da. Wir haben hier wunderschöne Fliesen zum Glück. Das sind tolle Mosaikfliesen an den Wänden und an dem Boden.
Und die haben wir aufgegriffen und das ganze Farbkonzept daran ausgelegt. Wir haben eine weiße Armatur gewählt, wir haben ein weißes Waschbecken aus Mineralguss und auch die Details und die Accessoires sind in weiß gehalten, damit einfach der Raum nicht so aufgeregt dekoriert ist und eher schlicht gehalten ist. Beim Einzug hatten wir hier ein Wandregal über dem Waschbecken und seitdem das weg ist, sagen auch Freunde von uns, dass der Raum viel, viel großzügiger ist und es ist uns auch selber direkt aufgefallen. Dann haben wir noch die Heizung verkleidet. Wir haben das mit Holzstreben gemacht, dass die Heizungsluft trotzdem noch durchkommt und der Raum wirkt einfach trotzdem viel, viel cleaner so und macht einen schöneren Gesamteindruck. Hier haben wir uns direkt in die schwarz-weißen Fliesen verliebt. Die passen perfekt zur Wohnung und auch zu uns. Und auch die beiden Lampen, die ihr sehen könnt, die sind zwar von unserem Vormieter, aber die haben uns so gut gefallen, dass sie bleiben mussten. Und alles in allem ist es zwar ein sehr kleines Bad, aber es bietet alles, was wir so brauchen.